Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 SC Freiburg Karriere. Da die letzten zwei Tage keine Videos kamen, Leute, gibt es heute das große Saisonfinale, habe ich mir überlegt. Ich werde es Hertha simulieren, dann Leverkusen simulieren, das Hinspiel gegen AC Mailand in die normale Simulation reingehen. Dann eben halt hier die vier Bundesligaspiele in der Schnellsimulation. Je nachdem, wie das Heimspiel dann der Simulation ausgeht, werde ich das Rückspiel spielen. Dann werden wir hier auch nochmal Gladbach, Mainz, Bayern, Bremen, Hannover, Augsburg und dann Schalke nochmal simulieren. Wenn wir in der Europa League weiterkommen, werde ich es dann immer noch so machen, dass wir das erste Spiel simulieren werden und das zweite dann normal reingehen. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein in die Simulation gegen Hertha mit dem Team. Das sieht gut aus. Da gehen wir mal rein und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Punkt holen könnten. Mit einem Punkt wäre ich da auch schon zufrieden. Und wir gewinnen sogar mit 2:0. Berisha und Reina treffen und damit gewinnen wir. Ich habe in die Kommentare geschrieben, ich kann doch Karim Adeyemi zum linken Flügel umwandeln. Das können wir gerne machen. Problem ist dann, wir brauchen halt eben dann einen neuen Stürmer, weil wir dann eben nur Berisha haben und links haben wir natürlich auch nur Baumgartner. Deswegen wäre es da eigentlich da, oh okay, gut, vielleicht könnte, ja gut, Vandenberg könnte dann links spielen. Wir hätten auch noch Marvin. Bei Marvin können wir auch nochmal ganz kurz schauen, wie lange es bei ihm denn dauern würde, ihm die linke Mittelfeldposition anzutrainieren. Schauen wir mal ganz kurz. Das würde 2 Wochen dauern. Dann machen wir das auch mal und dann mal schauen, wie sie sich verbessern werden. Nächstes Spiel gegen Leverkusen. Da gehen wir auch nochmal in die Schnellsimulation rein. Es wäre jetzt mal gut, wenn wir ein paar Spiele gewinnen würden. Hier wäre ich im Unentschieden zufrieden, aber ich denke, wir werden hier verlieren. Wir verlieren 3:1. Diaby trifft doppelt Alari und bei uns trifft Berisha. Und da sehen wir, Christian Günther hat sich für 24,5 Millionen zu Atalanta Bergamo, oder ist er gewechselt. Das heißt, wir brauchen eine neue Saison, einen neuen Linksverteidiger auf jeden Fall. Und da sind wir auch hier beim Spiel gegen AC Mailand. Hier gehen wir dann in normale Simulation rein und dann eben ins Rückspiel, je nachdem wie es dann hier ausgehen wird. Und mal schauen, was hier so laufen würde. Ich wäre, glaube ich, hier mit dem Unentschieden schon zufrieden. Wir dürfen halt nicht viele Gegentore kassieren. Und da kommt der AC Mailand und schießen in der 43. Minute mit Dutra. Da ist 0:1 und damit sieht schon mal eng aus. Jetzt gehen wir zur Offensiven versuchen, noch ein Tor zu schießen. In der Halbzeit werden Baumgartner einmal rauspacken für Ömür, Adeyemi rein für Berisha und ich werde nochmal Marvin reinpacken für Bogel. Und da kommt jetzt der AC Mailand mit der 12 und da machen sie es rein, das ist Rebic und damit verlieren wir 2:0 und damit könnte es richtig eng werden, denn wir sind immer sehr offensiv gegangen und damit ist im Rückspiel nicht alles verloren, aber wir müssen schon richtig Gas geben dann. Boah, wir schießen nochmal das 2:1 in der letzten Sekunde mit Orkun Kökçü. Macht halt im Endeffekt dann trotzdem auch keinen Unterschied mehr, denn wir müssen so oder so dann 2 Tore schießen. Aber es ist kein schlechtes Ergebnis, wir verlieren aber trotzdem mit 2:1. Nächstes Simulationsspiel gegen Stuttgart, die einen Platz hinter uns sind. Das könnten wir unter Umständen auch mal gewinnen, wenn wir auch wollen. Und wir spielen, ich dachte gerade, wir stehen um 4:3, aber wir spielen 2:2, Gakpo und Gakpo trifft nochmal, bei uns habe ich es nicht mehr gesehen, weil ich kann nicht mehr hochgehen. Und dann sind wir beim Rückspiel gegen AC Mailand in der Europa League, da gehen wir natürlich dann selber rein, wir schauen uns nochmal ganz kurz das Team von Mailand an mit Donnarumma im Tor, Laxalt, Caldara, Duarte, Gilbert in der Abwehr, Dutra, Kessier, Delaney, Castillejo, Miranchuk und Rebic vorne, wir starten mit dem Team rein, Maximiano, Heinz, Günther, Bastoni, Vogel, Sumare, Kökçü, Reina, Berisha, Baumgarten und Van Bergen. Jetzt gibt er die rote Karte für Dominik Heinz. Nach 6 Minuten. Also natürlich war das ein Foul, aber rote Karte ist ein bisschen hart und damit sind wir jetzt fast 85 Minuten nur noch zu 10. Aber das könnte jetzt richtig eng werden mit Dutra. Der macht in der 29. Minute das 1:0 und damit steht es 3:1 zu Mailand. Ja, trink mal schön einen Kaffee, damit brauchen wir jetzt so oder so 2 Tore. Um halt erstmal in die Verlängerung zu kommen. Und das könnte echt schwer werden, aber ich muss mich jetzt konzentrieren und Gas geben. Oh, wir müssen halt alles nach vorne riskieren. Jetzt kommen sie mit Ante Rebic, das dürfte es jetzt gewesen sein, mit Morgan Sanson. Nochmal Dutra und dann ist er jetzt drin. Und damit schießen sie 2:0 und damit steht es auch 4:1 und ich werde es dann nochmal in die, also dass ich überspringen werde, weil wir werden hier leider jetzt keine 3 Tore mehr schießen und die letzten Minuten noch zu spielen bringen nichts mehr. Wir gehen zum Endergebnis und es geht 2:0 aus und damit sind wir leider raus aus der Europa League. Vollständigkeitshalber sehen wir nochmal weitergekommen ist. Olympique Marseille gewinnt gegen PSG mit 2:2, dann gewinnt Mailand gegen uns mit 4:1, Leipzig gegen Monaco 4:2, Benfica gewinnt nach Auswärtstorregel mit 2:2, gegen
gegen Sevilla, die Wolves verlieren gegen City 4:1, Atalanta Bergamo kommt noch gegen Landesbau weiter mit 4:4 durch Auswärtstorregel, Sociedad gegen Basel 2:0 und Rom kommt nochmal weiter gegen Galatasaray mit 2:1. Dann sind wir im Spiel gegen Leipzig, da gehen wir nochmal direkt rein. Es könnte sogar sein, dass wir nächstes Jahr nicht mal mehr irgendwie Europa spielen. Es wäre schon richtig schade, verlieren wir mit 2:1 Berisha bei uns und Dennis Suarez schießt einen Doppelpack bei Leipzig. Da sind wir dann beim Spiel gegen Gladbach, wir können aber Karim Adeyemi zum linken Flügel umändern. Das werden wir sogar machen und ihr hattet recht, der geht sogar auf die 75 hoch. Das ist sehr stark und ich glaube, wir können Marvin jetzt auch zum linken Flügel machen. Genau, das werden wir dann auch nochmal machen und der hat damit immer noch eine 70. Dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein in das Spiel gegen Gladbach. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Stürmer zur neuen Saison. Mal schauen, schnelle Simulation gegen Gladbach. Ich erwarte nicht viel. Die sind aber auch gar nicht so gut. Wir spielen 2-2. Peres und Jukcevic treffen bei Gladbach. Bei uns Van Bergen und Reyna. Ist das Spiel gegen Mainz. Aber Leute, das sind echt Spiele, die wir jetzt mal gewinnen müssen. Wir gehen direkt rein. Die haben ja unseren Ex-Torhüter, den wir ausgeliehen haben von ihnen. Und wir gewinnen mit 2:1. Ajorque trifft bei Mainz. Bei uns trifft Baumgartner doppelt. Nächstes Spiel gegen Bayern. Die sind zwar auf Platz 1. Wir spielen daheim. Aber ich denke, hier werden wir keine Chance haben. Maximiano hat sich auf die 81 verbessert. Und wir spielen zumindest 0:0 und holen zumindest noch Punkt mit. Nächstes Spiel gegen Bremen, die sind auf Platz 7 und vielleicht noch irgendwie nach Europa zu kommen, müssen wir hier gewinnen. Ein Punkt wäre da nicht genug. Wir spielen 1:1, da immerhin Füllkrug trifft und bei uns das Baumgartner. Noch 3 Spiele in der Liga, da wenn ich mehr nach Europa komme, werde ich nochmal die 3 Spiele zum Schnelldurchlauf machen. Jetzt zuerst kommt Hannover und mal schauen, ob wir da jetzt gewinnen können. Ich gehe jetzt in normale Simulation rein, wir sehen uns nochmal gleich. Also dann springen wir nochmal zum Ergebnis, das geht 1:1 aus, Soleimani trifft und Reina zumindest in meiner 89. Spielminute. Spielen wir gegen Augsburg 1:1, Berisha und Hahn treffen. Dann im letzten Spiel gegen Schalke geht es nochmal eine Unentschieden, Bentaleb und Berisha treffen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal am Ende der Saison. Wenn wir uns nochmal Ende der Saison sehen, wollte ich nochmal Fortes und Gravillon kaufen, weil also per Vorvertrag, weil wir eben ja Chris Dominik Heinz verloren haben. Deswegen und die sind jetzt nicht viel besser, also nicht zusammen nicht viel besser wie er. Deswegen werde ich die beiden nochmal verpflichten. Und dann sind wir dann am Ende der Saison. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die restliche Tabelle. Wir haben ja gesehen, wir sind auf Platz 12. War eine gute Saison, aber wir brauchen auf jeden Fall dann in der nächsten Saison eine richtig gute Verstärkungen. Weil Europa muss dann nächstes Jahr schon wieder das Ziel sein für dann das darauffolgende Jahr. Was eben so lange geladen hat, sehen wir hier. Bayern wurde Meister vor Dortmund, dann Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Köln, Berlin, Frankfurt, Bremen, Gladbach, Schalke, Wir, Stuttgart, Mainz, Wolfsburg ganz knapp vom Abstieg nochmal gerettet, Augsburg auf dem Relegationsplatz, Düsseldorf und Hannover steigen ab. Den DFB-Pokal gewinnt Dortmund mit 3:1 gegen Bayern, davor 4:0 gegen Leverkusen und Bayern gegen Leipzig 1:0. Dann das Relegationsspiel hat Augsburg gewonnen mit 3:0 gegen Nürnberg, UEFA Superpokal gewinnt Liverpool 2:0 gegen Arsenal. Die UEFA Champions League, habe ich das glaube ich schon gesehen, PSG, ich weiß gar nicht mehr, wir gucken einfach. Tottenham 5:4 mit Elfmeterschießen gegen Barcelona. Und die Europa League wäre eigentlich gut, wenn die Mailand gewonnen hätte, weil dann würden wir gegen den Meister wenigstens ausgeschieden sein. Wir gucken mal ganz kurz drauf, das geht jetzt wieder ewig lange. Und da gewinnt am Endeffekt dann Leipzig gegen Manchester City mit 2:1. Wo ist dann Mailand rausgeflogen gegen Atalanta Bergamo? Würde ich sagen, sehen wir uns nochmal eine neue Saisonnummer. Ganz kurz hier, Isak wurde Torschützenkönig. Würde ich sagen, sehen wir uns eine neue Saison wieder. Und dann sind wir ja auch bei der Saisonvorbereitung. Wir nehmen natürlich den European International Cup. 7,3 Millionen sind auch unfassbar gute Gegner dabei. Dann sehen wir, Gravillon und Fortes sind gekommen. Günther, Busch, Heinz haben uns dann nochmal leider verlassen. Dann sehen wir mal Spiel gegen Leeds. Aber hier werde ich dann erstmal Stopp machen. Schreibt mir liebend gerne Links- und Rechtsverteidiger in die Kommentare. Und eventuell nochmal einen Stürmer. Weil da müssen wir uns nochmal unbedingt verbessern. Würde ich sagen, was davon ist der Folge. Wenn ich die Folge gefallen hat, könnt ihr kein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich wollte nur mal sagen, 52 Millionen. Schreibt mir gerne Leute in die Kommentare. Haut rein. Bis dann und tschüss.